Kurz vor dem Einsturz fuhr noch eine Straßenbahn über die Carola-Brücke in Dresden. Auch über die Bürgermeister-Smith-Brücke mitten in Bremen fahren regelmäßig Bahnen, Busse und Autos. Aber nur noch eingeschränkt, denn die Brücke ist marode und muss dringend saniert werden. Für die Verkehrsteilnehmer ein mulmiges Gefühl. Man macht ja schon bald gar nicht mehr rübergehen, weil man Angst hat, dass passiert was. Und manchmal abends, wenn das dann auch noch so klappert da hinten, da mache ich mir auch meine Gedanken. Allein in Bremen müssen momentan 5 Brücken über die Weser dringend saniert werden. 3 davon unterstehen dem Amt für Straßen und Verkehr. Besonders dringend ist die Situation auch noch bei der Wilhelm-Kaisen-Brücke. Auch hier dürfen seit Monaten keine Lkw mehr fahren. Uns gegenüber will sich die Behörde vor der Kamera nicht äußern, hält in einem schriftlichen Statement einen Einsturz wie in Dresden aber für unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist verschwindend gering. Wir überprüfen aktuell die Bürgermeister-Smith-Brücke im wöchentlichen und die Wilhelm-Kaisen-Brücke im monatlichen Rhythmus. Sollten sich wieder erwarten, die Schadensbilder verschlechtern, würden wir die betroffene Brücke umgehend sperren. Dass es so weit mit den Bremer Brücken kommen konnte, liegt für den verkehrspolitischen Sprecher der FDP an der falschen Politik des rot-grün-roten Senats. Wir können hier in Bremen beobachten, dass in den letzten Jahren der rot-grün-rote Senat immer das Geld, was eigentlich für die Infrastruktur in Bremen gedacht war, für linksgrüne Projekte wie in der Martini-Straße, wie Fahrradstraßen etc. ausgegeben hat. Und es ist wichtig, dass jetzt endlich mal diese Brücken hier saniert werden. Doch nicht nur die Brücken in Bremen machen Probleme. Auch in Niedersachsen befinden sich rund 150 Brücken in einem kritischen Zustand und müssen dringend in den nächsten 10 Jahren saniert werden. Der Einsturz der Carola-Brücke hat auch hier die Behörden alarmiert. Wir sehen uns jetzt sehr genau an, was ist in Dresden passiert. Da gibt es erste Erkenntnisse möglicherweise, dass die Gelenke zwischen den Brückenteilen auch ein Effekt sein könnten. Also das heißt natürlich für uns, wir machen schon intensives Monitoring, wir prüfen, schauen wir auch das genau an oder müssen wir möglicherweise auch bei diesen Elementen nochmal nachjustieren. Dass momentan so viele Brücken in einem schlechten Zustand sind, liegt für Fachleute zum einen am immer mehr zunehmenden Verkehr und zum anderen am Alter der Bauwerke. In den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren sind relativ viele Brücken gebaut worden in Deutschland. Und das grobe Ziel der Lebensdauer einer Brücke rechnerisch liegt etwa bei 50 Jahren. Aktuell wird das erhöht auf 100 Jahre rechnerische Lebensdauer. Und wenn man von den 60er Jahren hochrechnet, dann erkennt man, dass einige Brücken tatsächlich allmählich das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. In ganz Deutschland gelten rund 16.000 Brücken als sanierungsbedürftig. Es muss also schnell was passieren, sonst werden beim nächsten Brückeneinsturz vielleicht doch Menschen verletzt.